ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Heute spielen wir wieder eine Fortnite-Map, und zwar die Total Whiteout Deathrun-Map. Ja, es soll wieder gratis XP auf dieser Deathrun-Map geben, gratis XP für den Season Pass. Das werden wir uns natürlich anschauen, wie hoch die sind, ob es sich rendiert und lohnt und wie schwer die Map ist, ob sie Spaß macht, Abwechslung bietet oder auch nicht. Und ja, ich würde sagen, ohne lang zu schnacken, einmal Spiel starten. So, Mapcode gibt es wie immer in der Videobeschreibung. So, okay, da gibt es auf jeden Fall bewegliche Teile. Das ist schon mal schön. Und hier geht's los. Boah, bitte was? Okay, sprinten kann man. 280,90 XP für den Checkpoint? Ernsthaft? Also wenn das die ganze Zeit so bleibt, rendiert sich das und es gibt ordentlich Level, würde ich sagen. So. Erster Sprung habe ich ja gerade verkackt. Yo. Nein. Okay, das kann man wirklich nur seitlich durchlaufen. Aber wir haben es geschafft. Ey, 290 XP und so klein ist die Map gar nicht, so wie es aussieht. Echt interessant. Cool. Nein, vorbeigesprungen. Kann aber mal passieren. Ich wusste nicht, dass es Bounce-Kugeln sind. Nein, wieder vorbei. Ja, gut. Das ist schwer einzuschätzen, wie die einen hochbouncen. Och, geschafft. Wege sind alle irgendwie die gleichen. Okay. Ey, aber 290 XP ist ein bisschen übertrieben, muss ich ehrlich sein. Scheiße. Aber bei der XP-Anzahl und je nachdem, wie groß sie ist, könnte die eine meiner Favoriten werden. Tatsächlich. So, ganz kurz konzentrieren hier. Ey, komm, das schaffst du. Nice. Ey, das ist aber böse. Diese Bounce-Dinger mag ich überhaupt nicht. Das habe ich ja schon in anderen Maps gesagt. Aber man kann immer ein bisschen tricksen, ne? Aber wirklich 290 XP, ich weiß, viele freuen sich drüber, die selten Fortnite spielen und so den Season Pass halt ein bisschen voll machen. Alter, was, wie viel? 460 mittlerweile?
Okay, es wird eine meiner Lieblingsmaps, schon allein, weil es hier so viele XP gibt. Ich denke mal, das wird bei anderen auch der Fall sein. Sag mal, wo muss ich denn hin? Das war's schon mit der Map? Ernsthaft? Hä? Und nochmal 3700. Okay, wie viel haben wir jetzt bekommen ungefähr? Und knapp 10.000 XP für die kleine kurze Map? Follow me on Twitter. Ja, nee. Komplette Kurs 5-mal. Okay. Ich würde sagen, wir machen sie noch einmal. Hahaha. Nee, wir machen sie nicht nochmal. Ja, also. Wobei, doch, da drüben sind noch Münzen. Die snacken wir uns auch noch, würde ich sagen. Kriegen wir das auch so hier hin? Ah, wir kriegen das auch so hier hin. Schön. Na, oder auch nicht. Hochmut kommt vor dem Fall. Okay, wir haben 10.000 Münzen jetzt für den ersten Durchgang bekommen. Mit durchs Ziel kommen. Es ist eine kleine, aber feine Map. Es gibt zwei Wege, wo man jeweils XP abkassieren kann. Den zweiten Weg gehen wir jetzt auf. Wir haben ungefähr 10.000 bekommen. Oh, guck an, First Try mit den Bounce-Dingern auf einmal. Nein, zu wenig gesprungen. Beziehungsweise zu früh abgesprungen. Oh, muss mich ganz kurz wieder konzentrieren hier. Okay. Und ab hier gibt es wieder die 400 XP. Sollen wir nochmal bei extra 800, 1200. Zwei, vier, zwei, acht. Also ungefähr 12.800 XP gibt's hier. Ja. Nein. Okay, die Map ist halt einfach total einfach. Das ist was für kleine Kinder. Und ich verkacke so hart, ey. Das kannst du keinem erzählen. Alter, das kannst du keinem erzählen, ey. Oh Mann. Ich sag ja, Hochmut kommt vor dem Fall. Langsam, ey. Genau. So. So, da haben wir die... Und nochmal drei... Leute, warte mal. Was ist denn... Schade, ich dachte, jetzt gibt es die ganze Zeit hier XP. Dann wäre das ein schöner Glitch gewesen. Insgesamt 15.000, 16.000 XP für diese kleine, kurze Map. Ich könnte die jetzt verlassen, neu starten, nochmal spielen. Ungefähr noch... Dreimal spielen und ich hätte ein Level Up drin, ne? Also wenn man die dreimal spielt, hat man definitiv ein Level Up drin, ne? Das ist interessant. Und ja, Mapcode gibt es in der Videobeschreibung. Mir hat es wirklich gut gefallen. Nur ein bisschen zu kurz, aber in der Kürze liegt die Würze. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir mit dem Daumen nach oben. Schreibt mir Kommentare, schreibt mir Mapcodes. Ich werde auch eure Maps spielen.
Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.